In Levi's Challenge müssen wir Pokémon benutzen, die man hier in der Kuppel fangen kann. Ich habe jetzt mal 3 Eis-Pokémon gefangen, denn er hat ja Drachen-Pokémon, wie wir wissen. Und ich hoffe, dass das ausreicht. Wir schauen einfach mal. Also, Girl, willst du dich meiner Top 4 schon stellen oder was? Yo, let's go! Sauber, na dann geht mal auf eure Posten, ihr drei. Genau, wir sollen gegen 3 Trainer kämpfen. Bin soweit! Hallo, kannst gerade mal warten! Du wirst leichter mit meiner Challenge haben, wenn du sie mit Verstand, aber entspannt angehst. Wenn du dich gleich in den Kampf stürzen willst, lass es krachen. Du kannst aber auch erst noch eine Runde durch die Kuppel drehen und Pokémon fangen. Ah, okay. So oder so, bleib chillig und hab Spaß. Und viel Erfolg allerseits. Danke. Gewinne die exklusiven Kuppelkämpfe gegen die 3 Kumpels von Levi oder Levi oder auch immer. Okay. Hi. Ich liebe graubraune Pokémon. Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Oh, wie grausam. Deine Pokémon sprechen nicht in Regeln. Du musst sie in der Kuppel eigentlich nicht gefangen haben. Also, ich muss sie wieder zurück in die Box tun. Okay, ich dachte, ich kann so auswählen, aber... So funktioniert das wohl nicht. Ja, gut, dann... Warte, ich zeige euch, was ich habe. Ich habe hier einen Duralodon. Ich habe alle auf Level 80 gelevelt. Ich habe hier einen Volnuna, also einen Alola-Volnuna und ein Siberio. Mit den 3 Pokémon, denke ich, können wir uns den Sieg krallen. So, ich packe die irgendwo hin, wo ich weiß, wo sie ungefähr sind. Ja, ich denke, die 3 werden gut sein. Und wir versuchen es einfach mal. Grau-braune Pokémon, was meint er damit? Uiuiui, schön, dass ich dich nicht vergraut habe. Dann mal los. Okay. Mal gucken, wie viel wir heute hinkriegen. Vielleicht können wir auch schon zur letzten Top 4. Tara. Sonst muss es beim nächsten Mal sein. Aber Crack hat erstmal Ramaidon und Bolteros. Das sind keine Drachen-Pokémon. Okay, wir versuchen trotzdem einfach mal. Aber warten nur die beiden. Na gut. Die Musik ist so geil. Okay, sind beides. Das sind beides die Fossil-Pokémon aus Gen 4, ne? Welchen Typen sind die? Gestein? Boden? Gestein, Stahl und Gestein, Boden. Genau so war das. Ja. Ja. Not bad bisher. Oh nein, nicht Ramboss. Nicht so gut. Okay. Das ist mal meine Lichtkanone und ansonsten der Blitzer war eine sehr gute Attacke gegen die beiden. Ja, Duraludon hat ja jetzt hier im DLC eine neue Entwicklung, die richtig krass sein soll. Allerdings, naja, weiß ich nicht, wie ich die bekommen soll. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Man braucht irgendein Item dafür, aber noch, wo ich es gerade aufnehme zum Zeitpunkt, ist nicht bekannt, wie man es bekommt. Warte, sterben die gerade wegen Schnee? Oder warum? Hä? Warum ist er gestorben? Okay, na gut. So, Siberio, mein Zusatz. Ich hatte mit 2 Pokémon hätte auch gereicht, aber egal, ich habe die 3 coolsten Eis-Pokémon, die ich in der Nähe gefunden habe, einfach schnell gefangen. Zack, Wasserdüse, tot, easy. Okay, er war nicht mehr so schwer, der erste Trainer von dem. Er war nicht so schwer. Ja, die XP sind halt komplett egal jetzt. Deine Pokémon sind viel echte Juwelen. Wenn du das so sagst. Okay. Gut, dann... Pokémon sind nicht geheilt. Nicht schlimm. Können sie direkt hier vorne heilen. Und ich find's lustig, ich hab's noch gar nicht gezeigt, aber da hinten, die wärmen sich da in dem Magma auf. Fand ich irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht. Hier, die vorne. Schön warm, ah, danke. Dafür wird Magma aufgebraucht. Sehr toll. Wie komme ich da hoch? Ich meine, ohne Begeister-Pokémon kommst du halt einfach nicht hoch, ne? Nicht so gut bedacht. Also, jetzt mal ehrlich, das ist wirklich nicht so gut bedacht. Ah, doch, hier kann man hoch. Okay, never mind. Never mind, hier kann man hoch. Du bist dran. Bei mir hast du es mit einer eiskalten Trainerin zu tun. Bist du bereit, vor mir zu erzittern? Okay, Eis-Pokémon gegen Eis-Pokémon, alles klar. Oh, en garde! Ja, kommst du nicht? Ja, es kommt aus. Yugong und Alola Sandama.
Also Alola Sandama sieht man echt selten. Deshalb ist es cool, das sie zu sehen. Oh yeah, jetzt mache ich aber euch glatt. Zu Glatteis. Ich mache euch zu Glatteis. Yeah. Daneben, verdammt. Oh, sorry für den kleinen Lag. Aber Zauberschein hat getroffen. Ja, aber da kriege ich leider auch ein bisschen was ab. Ein bisschen was zurück. Wie es reinschaltet, schaltet es auch wieder heraus oder wieso war das? So, aber erstmal die Lichtkanone treffen. Bam! Schön. We love to see it. We love to see it. So, und der Zauberschein. Der trifft auch noch. Ah, es reicht nicht aus. Ja, Yogang ist auch so ein Pokémon, was gefühlt kaum benutzt wird. Habe ich das ja. Ich wiederhole mich. Ich bin am laufenden Bande. So. 2 von 3. Ich hoffe mal, dass der letzte Trainer Drachen-Pokémon hat, weil sonst habe ich umsonst die Eis-Pokémon gefangen. Aber was heißt umsonst? Das sind halt coole Pokémon und ich muss die ja so oder so fangen für den Pokédex, also was soll's. Kein Wunder, dass Levi dich mag. Danke. So, ja, heilen. Lol. So, aber Vanuna habe ich übrigens einfach nur, indem ich einen Eisstein benutzt habe. Den findest du ja fast überall. Die Böhre habe ich einfach so gefangen, aber kann auch einfach Petsief entwickeln. Ja. So, ich springe am besten hier hoch. Geht schneller. Und du bist der Letzte, der mir fehlt. Da kann ich den Kampf nicht los. Setzen. Ich setze denselben Pokémon-Typen wie die Streamerin Enigmara ein. Na, kämpfen wir? Elektro. Wie die Streamerin. Schere, Stein, Stromschlag. Los geht's. Naja. Elektro-Pokémon. Aber ich finde es interessant, dass er Enigmara erwähnt. Denn, soweit wir schon mal in dem Trailer gesehen haben, sollen ja noch die 8 Arena-Leiter aus dem Base-Game, aus Paldea, hier auch nochmal erscheinen. Weiß nicht genau, ob das irgendwie noch kommt, ob das ein Event ist oder ob das hier damit noch was mit der Story zu tun hat. Da bin ich auf jeden Fall nochmal gespannt. So, aber Magnetzone, da habe ich Angst vor. Zebritz, naja, geht so. Zebritz ist okay. Aber. Nee. Was soll ich meinen? Ich mach mal Blizzard. Ich versuch's mal. Aber erstmal zack. Boah, so viel? Wow, ich hätte weniger erwartet. Ach, daneben. Blizzard trifft und Zebritz ist schon mal weg. Jetzt fehlt nur noch das. Jetzt kommt nur noch das starke Pokémon, das Magnetzone. Das setzt aber nur Kreideschrei ein. Das ist doch nicht so schlimm. Das hätte besser sein können. Bin ich ganz ehrlich. Okay, ja, machen wir nochmal Drachenklaube, schätze ich. Und du? Ja, du hast halt auch nichts anderes, ne? Du musst eigentlich rauswechseln, aber ich versuch's einfach mal so. Ob wir es auch so hinbekommen. Blizzard trifft schon wieder! Fast down, ja, wir kriegen auch so hin. Oder? Ja, easy, locker, flockig, gar kein Problem, gar keine Gedanken. Zack, easy. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht hier mit diesen Dreierkämpfen. Es ist wirklich viel simpler als gedacht. Ja. Trotzdem, auf Level 80 zu Level war, denke ich, trotzdem nicht schlecht. Oh, das war ein elektrisierender Kampf. Jürgen, du bist irgendwie der 10. in diesem Spiel, der das sagt. Wow, okay, lass mal nachzählen. 1, 2, 3. Boah, du hast echt schon alle besiegt? Dabei sind es ja nicht mal 10 Minuten vergangen. Ha, na gut, damit wäre meine Top 4 Challenge offiziell beendet. Yeah! Burn! Ihr drei könnt also abdampfen und euch woanders nützlich machen. Oder einfach chillen. Mir egal. Ciao, gut gekämpft. Tschüssi! Ach, die drei sind schon so unkompliziert und gelassen. Richtig nice. Ja, du auch. Ich bin noch nicht fertig für den Kampf. Ich muss jetzt mal mein Team auswechseln. Mit den drei kann ich nicht kämpfen. So, als nächstes bin ich dran. Ah, dein Team ist noch dasselbe wie bei meiner Challenge. Ich würde es an deiner Stelle ja ändern. Oder würd's echt direkt loslegen? Nope. Ah, kein Ding. Ich hasse hier. Mensch, einfach. Danke. Sehr nett von dir. Okay. Okay. Team ausgewählt. Und ich bin ready für den Fight. Ah, bereit für den Kampf, Girl? Ja!
Endlich! Let's go! So sehe ich das genau. So. Ja, ich sehe es genauso. Was auch immer. Mal sehen. Ja, mir gefällt es mir. Warum nicht? Dich so kampfbereit direkt vor mir zu sehen, ist schon krass. Bisher war ich bei deinen Kämpfen immer nur der Zuschauer. Jetzt stehe ich zum ersten Mal als Gegner gegenüber. Ich weiß, dass du es in der Blaubeerliga unbedingt an die Spitze schaffen musst, Girl. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Aber ich kann dich trotzdem nicht einfach gewinnen lassen. Da hätten wir beide keinen Spaß dran. Deswegen werde ich jetzt so richtig auf die Pauke hauen. Egal, genug gelabbert. Sei einfach du selbst und kämpf so, wie du es immer tust, Maike. Ich werde mich auch nicht verstellen. Verlass dich drauf. Ich habe extra meine Eis-Pokémon für dich rausgetan, ja? Damit du eine Chance hast. Okay, dann legen wir mal los, Girl. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. Oh yeah! Levi oder Levi, wie auch immer. Boah, der fängt direkt mit solchen krassen Viechern an. Junge. Wehe, du gibst dir nicht dein allerbestes, sonst kommen mir vor Enttäuschung noch die Tränen. Also, ich werde es versuchen. Ja. Ja, natürlich Turbo-Tempo. Macht gar nicht mal so viel Damage. Ich hab's heute mit meiner Sprare. Aber der Beulenhelm, der ist schon echter Gift. Und ja. Das habe ich schon gedacht. Deshalb wollte ich Voltwechsel einsetzen. Mies. Aber zur Apfel kann doch hoffentlich noch was raushauen mit Drachenpuls. Sehr effektiv. Dragoran ist... Oho, eine sehr effektive Attacke. Gibt nicht viele, die das hinkriegen. Was? Echt nicht? Ja, auf jeden Fall hat er wieder 6 Pokémon. Das erste von ihm schon mal down. Meins aber auch schon. Ich habe nur 5. Ja, sollen wir mal schauen. Ich denke, Freddy wird ja gar nicht mal so schlecht sein. Seetra King. Alright. Ein Wasserdrachen-Pokémon. Libeldra ist übrigens Flug. Nee, Drache-Boden. Flugbogen war was anderes. Und ich versuch's mal so. Mit dieser Kombination. Breitseite, was macht das denn? Viel Damage! Also zumindest gegen Zerduttlin. Komm, bitte sei schnell, bitte sei schnell, bitte sei schnell, bitte sei schnell, bitte sei schnell. Nein! Zerduttlin! Eis ist halt vierfach effektiv oder so gegen ihn. Das kriegst du zurück. Oh. Oh. Well, das sagt. Das sieht nicht gut aus. Okay. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Kein Stress. Easy peasy. Also. Blutmond macht ja trotzdem sehr viel Damage. Und Quirlschuss würde ich mal einsetzen, damit es beide angreift. Das hier sollte mich nicht killen. No. Das ist eine okay Attacke. Ja, aber Angriff sinkt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber auch nicht so doll. Das sollte mich nicht killen. Okay, doch. Never mind. Ich habe vergessen, dass das effektiv ist. Bitte kill. Bitte kill. Bitte kill. Ich bin nicht vorbereitet für den Kampf. Wenn das nicht killt. Aber die Weltraum Seetracking ist schon eine böse Taktik. Aber zumindest brennen die. Und du bist voll. Und du brennst immer weiter. Ja, jetzt habe ich nur noch einen Pokémon, ne? Ja, Ogapon. Ich meine, Ogapon ist nice, aber. Ah, ich hätte die Maske ändern können, ne? Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt fällt es mir erst auf. Egal, Seetraking ist... Was? Hab ich getan. Egal, Seetraking kann jetzt erstmal down gehen. Und du versuchst mal... Du versuchst mal den Siedewasser auch in die Beldra. Das killt mich nicht. Nein. Wir wissen, dass der Angriff sinkt. Das könnte auch schneller darstellen. Das ist gut, dass du KP verlierst. Holzgeweih killt ihn nicht. Wow.
Gute Verteidigung. Das tut weh. Okay, lieber Drache zumindest an. Immerhin Fortschritt gemacht. Mein Gott. Level 85. Gewaldro? Die haben alle einen Starter-Pokémon. Boah, Gewaldro ist auch stark, ne? Ist aber, glaube ich, nur Purpflanze. Sollte pures Pflanzen-Pokémon sein. Ich schätze, ich mach's so. Ich meine, Seedrack ging es jetzt down. Ogapon heilt sich dadurch, aber nicht so viel, oder? Oh, gar nichts gefühlt. Oh, das war nicht klug. Egal, Seedrack ging es down. Das kann ich als Vorteil sehen. So, die Hälfte ist vorüber, glaube ich, in dem Kampf. Ja, daneben! Und Spukball! Wie viel Damage? Wie viel Damage? Bam! Oh, not bad! So ein Drittel oder so? Ja? Oh nein, Maxax? Ja, stimmt, fällt gerade auch auf. Er hat Gewaldro drin. Gewaldro ist kein Drachen-Pokémon. Ja, ja. Ist kein Drachen-Pokémon. Na. Ich halte dich erstmal, glaube ich. Ich glaube, ich halte erstmal Ogapon. Ich habe nur noch 6 Top-Tränke, aber es lohnt sich halt. Und ja, mach noch mal gegen Gewaldro, schätze ich. Kann nicht schaden, dass wir es so rummachen. Oh, Breitseite. Hat aber okay ausgeteilt. War okay. Okay, okay, okay. Nein! Oh, ich überlebe das. Oh, Vaterlicher, du bist so geil. Oh mein Gott. Überleb bitte länger und mach jetzt. Ah, Schwächeschutz. Stimmt, das ist letztes Mal im Kampf. Ja, Schwächeschutz ist letztes Mal auch aufgebraucht worden, wie es hier steht. Aber nach dem Kampf hatte ich es trotzdem noch. Was eigentlich voll geil ist, wenn das stimmt, dass man verbrauchte Items trotzdem noch behält. Ja, durch einen Attack Boost haben wir ihn jetzt gekillt. So, sein letztes Pokémon ist Briduradon. Ach, das neue! Die Weiterentwicklung von. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es ja vorhin am Anfang der Folge gesehen. Briduradon sieht aber ein bisschen weird aus, finde ich. Aber gut, es ist ja egal, wie es aussieht. Es ist nur wichtig, dass wir es killen können. Und, da bin ich mir halt nicht sicher, ob wir das können, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich setze mal einen Beleber ein. Ich brauche jemand anderen im Kampf, oder? Nee, seht's, mein Item ist noch da. Also jetzt hier nicht, aber wenn ich auf Beutel gehe, dann ist das eigentlich noch da. Das ist echt geil. Vielleicht ist es auch mit Bären so. Dann würde ich eigentlich mal anfangen, Bären zu benutzen. Nee, komm, ich heil mich. Ich will wissen, wie viel der Fußtritt macht. Ich hoffe, der macht genug. Das Blut des Drachen brodelt. Seine Macht wird jeden in die Knie zwingen. Oh. Oh, no. Oh, no. Der Kampf ist gerade von 50 auf 100 gegangen. Also es war schon so mittelig, aber jetzt ist es auf ganz oben hochgeschaltet. Drachentyp. Drachenduralodon. Und der macht Drachentanz. Max, das mit Drachentanz heißt, es wird übel ausgehen. Und das macht gar keinen Damage, Junge. Verteidigung, oh, immer welchen Angriff oder was? Ich puste wie im Handumdrehen weg. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Irgendwie hat er recht. Stromschlag? Was lädt er da für eine Solarstrahl-Giga-Attacke auf? Was zur Hölle? Miep? Ich sollte mal. Ich glaube, Freddy heilen ist keine schlechte Idee. Und ansonsten. Ich hätte Spukball. Erstmal auf Maxax. Erstmal muss Maxax sterben. Oder? Soll ich erstmal. Ich gehe jetzt einfach so ihn. Weil das Ding ist, jetzt hat er schon das zweite Mal Drachentanz. Er hat sich zweimal krass hochgebufft. Wenn ich ihn nicht jetzt erledige, dann ist er eine Killermaschine. Ist er vielleicht jetzt sogar schon. Ah.
Was soll ich sagen? Ich wollte Fatalicha nicht unterschätzen. Also der Damage-Output ist ja abnormal geil. Aber es hat er mit einem KP überlebt wegen seinem Item. Da konnte ich jetzt nichts für. Boah, ja, nee, ja. Erdkräfte wäre halt eigentlich schon nice. Eigentlich müsste ich mich erstmal heilen. Nee, weißt du was? Ich mach Mondschein. Nein, mach ich nicht. Ich heile mich einfach so. 120? Ich muss ein paar Top-Tränke kaufen. Und Fatalicha, mach's den Quirlschuss. Okay. Damit nicht nur Maxax down ist, sondern auch noch das Duralodon, die Weiterentwicklung davon jetzt eingegriffen wird. Boah, das macht aber echt viel Damage bei ihm. Jetzt, wo er zweimal sich gebufft hat. Klar, dass es jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr Damage macht. Nein! 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 Ja, Leute, also hat Spaß mit auch mit euch hier. Oh Gott. Ach Gott, was mache ich denn jetzt? Mal ganz ehrlich, was mache ich denn jetzt? Beulenhelm wäre gar nicht mehr so schlecht. Ich versuch mal die Beulenhelm-Taktik. Hä, wieso wird er nicht direkt rausgeschickt? Was soll das? Und natürlich einen dritten Drachentanz. Wenn der nicht sofort angegriffen wird von einer meiner Pokémon, dann sieht's schlecht aus bei uns. Das killt mich nicht. Nein. Nein. Doch. Was? Was? Hä? Warum wird da Fatalicha unten angezeigt? Bug? Na, apropos Fatalicha. Ich belebe ihn jetzt wieder. Das sollte genau die gleiche Geschichte sein wie bei Aaron. Ach, und jetzt wird er rausgeschickt oder was? Ey, ich check das nicht. Du bist down. Ich hab verloren! Ich hab verloren! Nein! Game over! Game over, das war's. Ja, verloren. Ich hab damit Doppelkill gemacht. Auch wenn er jetzt down ist mit Max Sachs, bringt nichts. Hat noch ein Pokémon. Ja. Okay. Ich schnack's für euch. Wir sehen uns gleich wieder. Im zweiten Versuch, wenn ich dann an dieser Stelle angekommen bin. Ach du heilige Scheiße. Okay. Ich habe mehrere Versuche gebraucht. Ich kam einfach nicht weiter. Ich habe jetzt als, ich sag mal, mehr oder weniger Opfer-Pokémon mein Super reingetan. Das ist ein bisschen underlevelt und es hat auch nicht lange ausgehalten, aber es war auf jeden Fall gut für eine extra Runde, sag ich mal so. Und Bellybolt ist auch mehr oder weniger ein Opfer-Pokémon, es muss einfach nur da stehen bleiben und sein. Ich habe auch die Maske umgeändert von Urgapon für Gescheinsmaske, damit es mehr Damage macht gegen die Drachenviecher. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, doch, oder? Doch, ich belebe es wieder. Und Fatalicha macht Spukball, denn Spukball ist die stärkste Attacke, die es gerade hat. Quirlschuss ist gut gegen beide, aber ich mache erstmal nur einen. Ich greife erstmal nur einen an. So, genau, der macht jetzt erstmal wieder sein Ding. Mhm. Soll er ruhig machen. Ich sollte meins auch übrigens mal einsetzen. Ich weiß noch nicht, auf wem ich es einsetzen soll. Deshalb habe ich es bisher noch nicht gemacht. Aber es könnte vielleicht weiterhelfen, wenn ich meine Crystallization auch mal einsetze. Akrobatik macht viel Damage, aber es hat sich gleich mal so viel. Solange ich noch eine guten Hälfte bleibe, ist es okay. Sehr gut, dass du ihn angreifst. Eigentlich wegen Beulenhelm, aber es war eine Dingsattacke, eine Spitzattacke, hat nicht geholfen. Schade. Das ist nicht tot. Okay. Bellybolt wird drauf gehen. Ich werde Urgapon heilen.
Ja? Ich werde Vater Litscher benutzen, um Quirlschuss einzusetzen. Das killt Gewaldru und greift Duraludon an. Also ich weiß nicht, wie gemeint ich von Duraludon. Ich habe den Namen wieder vergessen. Briduradon. Okay, Briduradon. Ich wette, der englische Name ist besser. Ich weiß ihn aber gerade nicht mehr. Das killt mich leider. Ja. Habe ich aber auch eingeplant. Alright. Wir werden diesen Kampf jetzt schaffen. Ich bin überzeugt davon. So, Gewaldru, verschwinde endlich! So, Maxus habe ich übrigens vorher besiegt. Ich bin erstmal auf Maxus gegangen, als auf Gewaldru. Boah, das war abgefahren. Sogar das Glück ziehst du an. Tja. Die Crits kommen halt immer zu den besten Trainern, ne? Ne, keine Ahnung. So, schön geheilt. Sehr nice. Oh, der brennt! Er brennt sogar! Ich hab's gar nicht gemerkt! Oh mein Gott, wie geil! Ja, die Zähigkeit ist kacke jetzt gegen mich, aber... Ja, das ist der Run! Das ist der Run! Ja, ich habe übrigens auch ein bisschen, während ich immer wieder verloren habe, XP bekommen. Ein paar Level abzukommen. Also nicht wundern. Wenn so ein Blade Boy zum Beispiel Level 80 ist. Und ich glaube, super lasse ich erstmal mal drin. So schlimm ist das jetzt nicht. Ich wollte ihn sowieso reintun, sobald Bellybot fertig ist, aber... Ja, egal. Ogapon! Du machst ihn jetzt kalt. Ich hoffe, du machst es jetzt. Mit der Rankenkeule. Und du machst Spukball. So, wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Hi-ya! Ah, weniger als erwartet. Aber wir müssen es nur auf den roten Punkt bringen. Wir verbrennen und machen den Rest. Worauf gehen wir hin? Ah, nein, nein, nicht gegen mein Vater, nein! Gar nicht gut. Ich riskier's nicht. Ich setze den Beleber ein. So. So oder so haben wir gewonnen. Weil ich genug Beleber habe und weil er verbrennt. Verbrennung ist gerade ein riesiger Safe. Ja, siehst du, er macht One-Shot. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das war natürlich ein Crit. Auch noch. Ach, danke, Spiel. So, wie weit ist er? Das macht so fast gar nichts an Schaden. Was zur Hölle? Wen setze ich stattdessen ein? Naja, eigentlich schon richtig wie Ogapon, denke ich mal. Ja, wenn ich ihn jetzt einfach so angreifen würde, habe ich halt ein riesiges Risiko. Also am besten wäre es wirklich einfach, wenn ich kurz immer wieder Beleber spam und ihn ganz langsam verbrennen lasse. Also ganz, ganz langsam. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Also, ja Leute, ich würde sagen, ich spule das für euch vor oder ich stelle es raus und ja, dann bis gleich. Gut, dass sich die Trainer in dieser Gen nicht mehr heilen können, oder? Ich habe ihn jetzt fast down. Ich habe jetzt auch mal Freddy überlebt, aber es macht irgendwie keinen Unterschied. Er stirbt eigentlich genauso schnell wie die anderen. Die Entwicklung hier von Duraludon, Briduradon, genau, ist einfach zu stark. So, und ich habe ihn jetzt wirklich einfach nur noch verbrennen lassen. So, zeige ich euch, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur Beleber gemacht auf irgendein Pokémon. Und jetzt muss ich ja nichts mehr machen. Jetzt war ich nur noch ab, bis die Runde vorbei ist. Dann haben wir gewonnen. Und in der nächsten Folge machen wir dann den letzten Delphi-Kämpfe gegen Tara. Die hat dann Feen-Pokémon. Ich hatte riesige Drachen hier zu bekämpfen. Ich kämpfe gegen ganz kleine, süße Feen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schwieriger wird. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Habe ich wirklich das Gefühl. So, vorbei. Danke an die Verbrennung. Das war unser MVP. Bam! Und gegen das Ding will ich nie wieder kämpfen. Also das ist echt stark. Die Brücke. Ich glaube, es soll sogar eine Brücke darstellen, oder? Keine Ahnung. So, vorbei jetzt mit dir. So habe ich mir das vorgestellt. Ich nicht. Das hat übelst viel Spaß gemacht, oder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich dich in die Liga AG eingeladen habe. Jetzt, wo du gegen mich gewonnen hast, müssen wir dich auch offiziell in die AG aufnehmen. Na, was sagst du dazu? Ja, finde ich gut. Gute Antwort. Lass uns gleich ein Foto machen, das du für deine Anmeldung benutzen kannst. Jo.
machen wir das. Das ist ein schönes Foto. Nein, Spaß. Ich musste mich ein bisschen zusammenreißen, sonst wird Tara wieder stinkig. Sie nimmt das mit den Fotos ziemlich ernst, weißt du? Da war doch noch was. Ah ja, du kriegst noch eine TM von mir, weil du einen Top-4-Mitglied besiegt hast und so. Hab total vergessen, eine einzupacken. Momentchen, bin gleich wieder da. Hey, wir haben Joggen. Ja, kommst du mal wieder? Da ist er wieder. Sorry, dass du warten musstest. Da bin ich wieder. 3 Mitglieder der Top 4 hast du jetzt schon besiegt. Du machst ja beängstigende Fortschritte. Dafür kriegst du natürlich auch die versprochene Belohnung. Hier. Drachenschrei. Ganz wichtig, die TM. Ich werde dir auch in der nächsten Folge zeigen, was wir mit dieser TM machen können. Also noch nicht sofort benutzen. Die wird wichtig. Das bisschen Staub stört sich doch nicht, oder? Nee. Ein Talent wie dich aus nächster Nähe zu sehen, lässt so schnell niemanden kalt. Auch Joe nicht. Mal sehen. Wer wird ihn jetzt noch? Ach, Tara. Die ist ganz schön stark, aber dir wird sie sicher keine Probleme bereiten, Girl. Ach so, dann. Viel Erfolg. Die Top 1. Sie ist die Nummer 1. Hinter Joe.